Hallo? Volker, Ja. bringst du mir einen Kaffee mit aufs Feld? Alter, ich lieg noch im Bett. Ja, yalla. Ich habe im Teleskoplader geschlafen, Junge. Bist ein ganz harter. Warte mal. Ist denn hier los? Franz! Aufstehen, der Jürgen wartet. Alter. Mein Johnny ist Wecker. gleich voll. Was? Ah, der Johnny ist gleich voll beladen. Oh, der ist schon am Aufladen, der Held. Ah, ja, wart, wir kommen. Ah, yalla, jetzt hier. Denk an den Kaffee. Ja. Yalla, yalla, Bissi. hops, das hops. Ja, ich muss noch einen Kaffee machen. Warte kurz. Dann habe ich hier irgendwo eine Thermoskanne. Ah ja, hier. Ah, so. Franz, warte. Ach, Mensch. Auf geht's! Ja, auf. Hoffentlich will der kein Milch oder Zucker, ey. Habe ich nämlich jetzt vergessen. Kaffee mit Zucker. Ja, Ohne mit Zucker Milch, ist beste. Ich bevorzuge Kaffee mit Milch, aber ohne Zucker. Ah, Zucker ja, aber keine Milch. Denk an den Blitzer. Da wurde ich, glaube ich, schon ein paar Mal geblitzt. Ja, deshalb aufpassen. So viel Geld haben wir nicht. Ah, da ist genau. Und? Glück Oh, gehabt. Oh, oh. hier war noch eine Straße. Oh, der ist wirklich schon fast voll. Alter Falter. Subi. Ja, er ist im Telefon. Ah, ich glaube, die müssen wir mal noch sagen, dass wir vier hochladen. Ja. Oder meinst du, wir kriegen auch fünf drauf? Der läuft schon. Ja, warte, ich mach die mal hinten drauf. Ey, Volker, Ja. wo hat denn der die Thermoskanne? Im Auto. Oh, im Auto? Ja. Hab mir ein Auto gekauft. Das, ne. Neumann hat's im Angebot gehabt. Cool. Ja. Ey, brauche ich jetzt den Kaffee. Danke dir, ne? Ja. Ups. Ach ja, vernünftig. Ich hab die vernünftig geladen. Ja, aber wir laden vier hoch, nicht nur drei. Wie vier hoch.
Ja, 4 hoch. Du hast 3 hochgeladen. Ups. Ah ja. Ja, ja. Nein, nein, nein. Das geht nicht. Oder nur schlecht. Lol. Ja, drück mal F5, dann siehst du was. Da gibt's ein Problem. Ah, kann man schon vorstellen, welches. Ja. Deshalb musste von hinten quer draufladen. Schuldi von der anderen Seite hier. Ja. Ach so, ja. Ups. No. Meinst du den einen Schafter hier? Wie meinst du? Den einen. Wo oben drauf? Ja, einfach oben drauf legen mit dich. Dann könntest du schon probieren. Hoffentlich bleibt er liegen. Ja, wir können ja mal gucken. Vielleicht geht ja auch der Ding. Warte, bleib mal stehen. Oh, was machst du? Oh, nee, ey. Jetzt war es so schön geladen, jetzt lädst du alles ab. Oh, meine Fresse, ey. Alter, was kannst du überhaupt? Junge, Zeit ist Geld. Weißt du, wie lange das jetzt wieder dauert, die da rein zu friemeln? Ich frage ihn noch einmal wegen Hilfe. Was machst du da für Kappes, ey? Haben sie keine Ballen verladen oder was?
Ja, nee, da gibt es so ein kleines Problem mit meinem Joystick. Er hat technische Schwierigkeiten. Der Joystick oder du? Der Joystick. Naja. Der zieht immer zurück. Naja. Wenn man es nicht kann, brauchen wir wenigstens eine gute Ausrede, ne? Nee, ist wirklich so. Dann willst du meinen Telelader hier reparieren. Wenn du nicht mal deinen hinkriegst. Ich hab ihn ja nicht gebaut. Ich hab ihn ja beim Müller gekauft. Tja, vielleicht ist das auch das Problem. Kann natürlich auch sein. Ich hatte dir irgendwelche China-Ware angedreht. Kann natürlich sein. Auf Wish bestellt oder so. Weiß ich nicht, wo er die bestellt hat. Hoffentlich mal bei Klaas. Ja, bei Joko vielleicht. Toll. Na? Jetzt. Warte mal, bevor du mir die auch wieder runterschmeißt. Haben wir einen Sicherheitsspanngurt drauf. Mach du die hinteren zwei. Hasse. Jo. Ah, Mensch. Das ist manchmal so ein Murks hier. Warte. Mach nochmal los. Jetzt. Da hinten hattest du alle weg, ne? Jo. Da von dem Feld dran. Dann kommen wir hier. Ja, einmal dann noch. Ja, du kannst mal die aufeinander stapeln, zweier Stapel. Jo. Oh Gott. Oh, dann probiere ich mal mein Glück, ey. Mal gucken, ob ich damit heile zum Vierhändler komme. Oh, der Anhänger schiebt schon ganz schön. Aber gut, dass Jürgen jetzt erstmal mithilft.
Oh, oh, oh. Ach Mensch. Machen wir es halt doch so. Oh, was ist denn da los? Wie schmal ist denn das Ding, ey? Das sieht normal immer breiter aus. Jetzt aber. So. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Das war das erste Mal live onboard Drehschemel fahren. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming LS19 meets Reality. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.